Fuck, das ist übel schwer mit dem Controller. Aber hat denn sonst von euch irgendjemand tatsächlich irgendwie ein Wehwehchen, wenn ich schon da bin, was ich mal angucken könnte oder so? Wo sagt sie gerade irgendwie immer wieder mal Stress? Zeit brutal fest. Und das wirkt sich auf dem unteren Rücken aus. Ja, ist so, von der Kette her. Und was halt eigentlich fast bräuchte es dann, dass halt jemand wirklich mal dich hier richtig reinbringt. Kommst du jetzt rein? Ja. Was du natürlich auch machen kannst, geh nochmal in die Position rein. Mhm. Wenn jetzt niemanden hast, der dich quält, jetzt arbeit mal mit Rotation. Also nimm mal zum Beispiel einen Arm nach oben und dreh mal nach hinten. Dann müsstest du auch krass in die eine Seite reinkommen. Genau. Also das hilft, weil du gehst halt einfach jetzt über die diagonale Bahn, ne, über die Muskelkette, gehst du halt jetzt wieder ganz gezielt in den Bereich rein und dann kannst du halt da auch und versuch mal weniger an den Knien auszuweichen, ein bisschen gestreckter zu bleiben. So, und jetzt, dann kommst du halt auch krass eigentlich in die Kette rein. Du bist ja auch genau halt in dem Zug drin, ne? Rectus, Adduktoren und so weiter. Und dann eben auch, wie du es jetzt gerade gesagt hast, hinten richtig den Spann im Boden drücken. Dass du richtig Aktivität auf die Kette drauf bringst. Die ist eigentlich schon auch mies. Und du kannst natürlich auch einen Spagat spielen, auch für die Adduktoren. Ich zeig dir das mal. Dass du hier quasi... Wenn du jetzt im Spagat arbeitest, in irgendeiner Form, ne? Dass du halt dann sagst, okay, ich gehe mal bewusst hier irgendwo in seitliche Züge rein, ich spiele mal ein bisschen mit den Positionen im Körper, gehe mal in verschiedene Richtungen rein, dann kriegst du halt auch diese Zugbahnen, die nach oben eine Rolle spielen. Kannst du auch mal gerne nochmal probieren. Und dann halt einfach suchen, wo die sind, die am meisten wehtun, auch mal beim Oberkörper spielen und so. Das ist jetzt für einen normalen Menschen meistens zu krass, also im Studio verbieten wir das, aber du kriegst es gut gehalten. Und dann kannst du da eigentlich... Wie im Studio verbietet ihr das? Ja, wenn jetzt jemand, der nicht die Muskulatur hat, die Kraft hat, wenn der seitlich in die Adduktoren reingeht mit dem Schlitten, dann reißt er sich was ab, wenn es rumläuft. Ja, ja. Das ist gut. Da kannst du ran, das sind eigentlich so die wichtigsten für die Adduktoren. Damit sollst du eigentlich beikommen.